For what it's worth, my friends, oh, it's never too late. Also richtig haben wir es noch nicht realisiert. Wir waren halt immer auf dem Nachhauseweg die letzten 4,5 Jahre. Ich hatte so einen Moment wirklich so mit Pipi in den Augen, so ein bisschen so, okay, das ist das letzte Mal jetzt Segel hochziehen und das letzte Mal jetzt hier Nordsee oder überhaupt Ozean und danach nur noch durch die Elbe und dann war es das für uns. Und dann war ich schon so ein bisschen emotional. Was uns natürlich getrieben hat und zusammengehalten hat, ist natürlich die Musik ganz vorne. So, das war immer, warum wir überhaupt gestartet sind. Wir haben hier eine junge Truppe, die ist jahrelang um die Welt gesegelt, ohne jedes Fachwissen eigentlich, ist trotzdem von Australien hier nach Hamburg gekommen, mit denen zu reden, was habt ihr erlebt, das ist ganz spannend. Oder eben auch einfach mit Leuten darüber zu reden, was sind neue technische Entwicklungen, mir das zu erklären. Da ich selber gerne segel, ist das auch ganz spannend. Und das ist einfach diese Breite. Die Breite des Wassersports spiegelt sich eben hier auch wieder und da freue ich mich drauf. People with a different point of view, and I hope you live a life that you're proud of and so much more. And if you find you just not. Wir sind jetzt hier in Hamburg live zu erleben auf der Hanseboot Halle B1 Oberdeck auf der Leben an Bordbühne und da erzählen wir, was wir gemacht haben, was wir nicht gemacht haben und wie viele Musiker wir aufgenommen haben, spielen auch was von der Musik und erklären, wie Leben an Bord nach 4,5 Jahren Ehe immer noch so gut funktioniert.